Willkommen zurück am Tag danach hier bei Harvest Moon Back to Nature. Neben mir sitzt Demiu. Hallo. Und mit welchen Gefühlen gehst du aus der letzten Folge in diese Folge? Ich bin enttäuscht. Von dir. Von mir bist du enttäuscht? Ja, weil du einfach nur Zweiter geworden bist. Also wir sind nur Zweiter geworden, weil du einfach nicht gestartet bist. Du hast einen Fehlstart hingelegt. Warum? Das ist genau das, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Wenn wir sagen, wir starten bei 3 und du startest bei... Ne? Alle starteten schon bei 2. Ja, ist halt okay, aber ich durfte noch nicht loslaufen. Das möchte ich ja mal gerade festhalten. Bitteschön für dich. Das andere war einfach, man macht die Feste einfach einmal im Ingame-Jahr. Also, ich sag jetzt mal in... Lass mich nicht lügen, 120 Folgen ungefähr. Einmal. Und dann sollst du die Steuerung drauf haben. Und du sollst sofort wissen, wie das funktioniert. Ja. Und dann starten die schon bei 2. Jetzt willst du mir nicht wirklich erzählen, dass es da irgendwie... Dass ich enttäuscht von dir bin. Ja, das ist ja okay. Das darfst du ja auch. Aber jetzt, dass du jetzt das irgendwie besser gemacht hättest. Nein. Oder irgendwie gewusst hättest, wie das funktioniert. Nein, weil ich bin immer so ein Typ, wenn ich ein Spiel länger nicht gespielt habe oder etwas, ne, wie zum Beispiel du ja sagst, so ein Minigame halt, ja. Ich vergesse die Steuerung. Natürlich. Punkt. Und auch wenn er dir das beibringt, du weißt trotzdem nicht mehr den genauen Ablauf. So ist es halt. Es ist wie bei diesem Schwimmfestival. Ja, dann musst du halt das machen und dann musst du das machen. Dass du die eine Taste gedrückt halten musst und die andere nur rapide anschlagen musst, sagt dir keiner. Das sagt dir keiner. Das ist alles ein bisschen... So, wir haben Fisch. Wir haben so viel Fisch. Ja, wir kommen mal an den Fisch aber auch nicht dran. Ach, der ist zu. Ja, der Teig ist zugefroren und wir können im Winter... Ich dachte, wir machen Fischsuppe. Ja, wir haben ja noch Fisch in der, ne? Du weißt ich ja Ich weiß wo. Aber nicht, wie man Fischsuppe macht. Ich auch nicht. Ich dachte, finden wir es heraus. Topf, Milch Fisch. Und Fisch. Oh, Milch? Ja, weil wir kein Wasser haben. Wie, macht Fischsuppe mit Milch? Ja, weiß ich doch nicht. Was ist das denn für ein Spiel hier? Oder mit Fruchtmilch oder Gemüsemilch. Mit Gemüsesaft könnte ich es mir ja noch irgendwie vorstellen. So. Was? Ja, ich stell dir mal ACE-Drink mit Fisch vor. Mit einem schönen Lachs. Bah, was ist das denn? Ja, das ist halt die andere. Ja? Das ist ein Gemüsesaft. Ich weiß nicht, was mit den Kleinkühen jetzt, warum ich die nicht streicheln kann. Meine Güte, Kaufi, du hast heute aber schlechte Laune. Die haben kein Futter gekriegt. Ja doch, die haben immer Futter gekriegt, aber ich weiß nicht, warum die jedes Mal schlechte Laune haben. Vielleicht war das die Kuh, die rausgelaufen ist. Nein, das ist bei allen Kleinkühen so. Ich bin mir nicht genau sicher, was hier los ist. Meine Güte, Annalisa, du hast heute aber schlechte Laune. Freut sich aber trotzdem, deswegen. Sie freut sich einfach, weil ich streichel dir ja auch jeden Tag, aber irgendwie haben die keinen Bock so auf Streicheleinheiten. Kann das sein? Du musst Annalisa musst am Po streicheln. Ne? Das Kaufi musst du mit Streu, also mit Nahrung einreiben. Mit Streu immer an der Nase so reiben. Mhm, gefällt dir das? Gefällt dir das? Das hat sich ein bisschen. Jeder hat so einen Spezialtrieb. Dem man nachgehen sollte. Ja, den er befriedigt haben möchte, genau. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Ich höre klack, klack, klack auf dem Controller. Die Wolle ist ab. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Und das war das letzte Fest, was man hätte gewinnen können. Ja. Haben wir überhaupt mal ein Fest gewonnen? Ja, müssen wir ja. Ein Kuhfest und ein Schaffest und ein Hühnerfest. Liebst du deine Tiere? Solche Feste haben wir gewonnen. Erntedankfest haben wir schon mal gewonnen. Wir haben schon mal was da reingeschmissen. So ist es ja nicht. Das ist also, ja kein Gewinn. Wenn man jetzt sagt... Ich hatte halt auch ein Erntedankfest. Ich glaube, niemand guckt sich dieses Projekt an, um hier Erfolge zu... Festfolge zu feiern. Weiß das nicht. Ist, glaube ich... Das ich ist, schon. Das ist einfach auch im Angesicht meines Gameplays einfach nicht drin. Ich hatte, das wollte ich gerade erzählen. Boah, ne? Jetzt wo ich Harvest Moon DS spiele, habe ich so viele Events. Ich habe das Erntedankfest auch gehabt und da konnte ich auch schon was reinschmeißen. Ja? Ja, ich habe eine Süßkartoffel reingeschmissen. Und, wie war es so? Es war echt cool. Aber irgendwie finden halt alle Feste bei meinem Spiel am Strand statt. Ja. Und das sieht so ein bisschen komisch aus, wenn der Topf brodelnd am Strand steht. Das ist... eine Golden Milk behalte ich nochmal. Ich dachte, jetzt sogar reingeschmissen. Ja, und eine behalte ich. Das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe 2 Kühe mit goldenen Eutern. Oh mein Gott. Goldene Eutermilch. Sing bitte nicht über goldene Eutermilch. Bitte, das kann nur schlecht werden. Wie sieht denn der Plan heute bei in meinem Gesicht. Was machen wir? Wenn du mir den Milchbart gibst, soll ich gehen? Bin ich in deinen Krug verliebt. Oh, goldener Milchbart. Kennst du eigentlich Sindbad? Der will auch ein Milchbad. Was?
Es wird immer schlechter. Ich wusste es. So wie Kleopatra. Die hat das Milchbad übrigens erfunden, ja. Was soll das werden? Das ist total grottig. Hör einfach auf. Okay. Schmeiß die goldene Milch. Ich will ein Milchbad. Aber schön golden. Ich leckere an deinem Milchbad. Oi, jetzt hör doch mal auf. Das ist so eklig. Keiner guckt sich die Folge an, nur wegen dir. Also alle gucken kurz rein und schalten dann weg. Weißt du? So auf den normalen Sender. Vielleicht komme ich mit dem Lied unter Vertrag. Okay. Weil jeder meinen Milchreim mag. Ich dachte an was anderes. Aber, weißt du was? Ich habe dich gefragt, wie dein Plan heute aussieht. Mein Plan ist wie immer. Milchig. Wir gehen ins Dorf, wir versuchen Geld auszugeben, um die Freundschaft der jeweiligen Dorfbewohner wieder einzunehmen. Können wir nicht einfach Geld auf die kippen? Das macht viel mehr Spaß. Goldregen. Nein, können wir nicht. Das wollen wir nicht. Aber es wäre doch... Nein, es wäre nicht. Okay. So, unser Pferd. Ich denke mal, wenn man das Real Life sehen könnte, dieses Pferd, dann, also meiner Fantasie entsprungen, dass Vieh nur im Stall steht. Sie ist einfach ein relativ gut genährtes Pferd, weil es kriegt ja trotzdem Futter. Ja. Einfach nur auf so Zahnstocherbeinen und unten sind dann so Hufe dran. Einfach nur so, weil es einfach nie bewegt hat, überhaupt keinen Auslauf hat. Ich glaube einfach, dieses Pferd steht gar nicht mehr. Wenn es ein Pferd in Real Life wäre, das hat die Beine schon deentwickelt. Ja. Ich meine, guck mal. Braucht er nicht mehr. Die Evolution hat sich um die Beine gekümmert und tschüss. Bei dem Harvest Moon, was ich spiele, da ist der Stall größer. Ja? Ja. Da kann das wirklich, wenn ich kann sogar drauf reiten in dem Stall, weil das so groß kann ist. Kann ich auch. Ja, nee. Ich kann mich zumindest draufsetzen. Auf jeden Fall kann er sich noch irgendwie bewegen. Ja. Bei dir ist aber so, drehe ich mich im Kreis, liege ich schon da drin, wo ich gerade, ne? Ja, ja. Meine Toilette hatte. Aber es ist einfach so, wie können Muskeln sich nicht zurückbilden bei so einem Stall? Ja, dieses Pferd in Real Life würde einfach nur liegen. Mit Zahnstocherbeinen. Oder hat vielleicht gar keine mehr, weil die einfach nur noch so Stumpen sind, weil sich schon das Fleisch zurückgebildet hat. Also nur, wenn du das Pferd am Rücken legst, hast du so unten am Bauch, siehst du so die Hufe. Das war's. Ja. Mehr ist es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es so aussehen würde. Ja, na gut. Dafür sind wir aber hier. Ich meine. Und die Taschen halten das Pferd halt im Gleichgewicht, wenn es liegt, weil sonst wird es einfach so wegrollen. Sonst wird es einfach jetzt unaufhörlich einfach drehen. Und sieht eigentlich aus wie ein Brummkreisel. Ohne Taschen. Weil es natürlich trotzdem genährt wird. So, ja. Das sind die Geheimnisse, die sich hier auf der YOLO Farm abspielen. Du meinst auf YOLO Bobby Farm? Auf YOLO Bobby Farm, natürlich. Ja, das ist. Ich weiß nicht. Ich hasse den Winter. Das ist die behindertste Jahreszeit, auch wenn ich da geboren bin. Nein. Deswegen hasse ich hasse ihn einfach nur in-game. Weil es schneit so viel und der ganze Zaun geht einfach in den Sack. Und ich mag das nicht, wenn etwas in den Sack geht. Ja? Aus diversen Gründen. Okay. Können wir das mal zeigen? Nein, wir können das nicht zeigen. Ah. Weißt du was? Ich hasse auch den Winter, weil ich habe den Winter geliebt, aber da du jetzt auch einen Wintergeburtstag hast, hast du mir den Winter kaputt gemacht. Was? Ja, weil ich wollte die Einzige sein, die diesen Geburtstag hat. Ja, es gibt noch mehr Menschen, die wahrscheinlich einen Geburtstag haben. Nee, ignoriere ich einfach. Ich bin ziemlich sicher, dass du nicht der Einzige bist. Also. Ich möchte der einzige Mensch sein. Es ist nicht gekommen. Es wurde mal gesagt in den Kommentaren, wir sollten zur Hochzeit eingeladen worden sein. Von Ann. Wo ist diese Hochzeit? Wo ist die? Wo ist diese Wurstzeit? Wo ist denn die? Wurstzeit? Wurstzeit. Ich überlege, was ich den Dorfbewohnern heute schenke. Also, ich habe natürlich wieder Fresspakete vorbereitet. Ich mag Fresspakete. Irgendwie habe ich meine Kartoffel verloren. Ist okay. Nein, ist nicht okay. Schenk denen das Rezept von Ketchup. Nein, ich schenke niemandem das Rezept von Ketchup. Außer meiner Mutter. Was ist das für eine Rolle? Das ist die Geburtstagseinladung von 17. Tag des Sommers. Dann bist du herzlich eingeladen an. Tja, nun. Also wir haben keine Hochzeitseinladung, wir haben eine Geburtstagseinladung. Ja. Ich guck mal, was ich noch im Kühlschrank habe, was ich den wundervollen Dorfbewohnern noch anschenken kann. Ich mag das nicht, wenn man immer noch Fresspakete verschenkt. Können wir Äpfel verschenken? Wir können auch Äpfel verschenken. Das ist eine Gurke, das ist ein Apfel. So. Wir können Pilze verschenken. Voll widerlich. Besser als selber essen. Ich will einen Fisch verschenken. Wir verschenken keine Fische. Wo haben wir die ganzen kleinen Fische her, vor allen Dingen, frage ich mich. Und wir können Spinat verschenken. Der Spinat ist voll eklig. Dann schenken wir eine rote Zwiebel. Eine rohe Zwiebel. Wem willst du denn eine Zwiebel schenken? Ich möchte eine Zwiebel dem Dracula schenken. Nee. Das möchtest du nicht. Warum? Weil. Ist doch kein Knoblauch.
Ja, ich weiß, aber eine Zwiebel. Ja. Hat. Es juckt und das ist das Harvest Moonium. Das ist, es wieder zurück? Ja. Wir müssen. Eine Zwiebel hat. Sprich dich aus! Was denn eine Zwiebel? Schale. Das ist korrekt. Du weißt gar nicht, was du sagen wolltest, oder? Ich wollte schon was sagen. Oh, hallo, Ostra. Sprichst du oft mit Kai? Als er ins Dorf kam, war er noch ein Teenager. Da liebte ich ihn. Jetzt ist er Holzfäller Gott geworden. Und gar nicht ein Berg. Was? Vielleicht solltest du erst die Augen aufmachen vor irgendjemand. Okay, also wir haben Dinge. Ich könnte ihm einen Apfel schenken. Nein, ich schenke ihm den Mushroom. Mushroom. Bitte schön, den Mushroom. Danke dir. Er guckt jetzt so. Ich hab meine Brille gar nicht auf. Deswegen tun mir die Augen weh. Ja, klar, man kann sich's auch einbilden. Ja, man kann. Man kann sich's nicht einbilden. Das ist wirklich. Ich merke das an den Augen irgendwann extrem. Irgendwann ist das. Pseudo, wollte ich gerade sagen. Irgendwann ist das Placebo-Effekt, diese Brille. Ja. Das ist aber nicht so. Ich hab wenn ganz, ich dir. Ich hab ganz geschmeidige Augäpfel. Apfelringe. Willst du mal meine Augäpfel wenn fühlen? Wenn ich dir eine Brille aus Apfelringen mache, ganz geschmeidige Augäpfel. Fühle sie. Fühle meine Augäpfel. Fühle meine Augäpfel, wie Itachi meine Augäpfel fühlen würde. Was? Wenn ich Apfelringe aus Apfelringen eine Brille machen würde, würdest du dasselbe denken? Ja. Ich danke dir, Ostra. Komm bald wieder, aber bitte ohne Hose. dieser Dialog wurde Ihnen präsentiert von Mio. Mio Productions. Mio Productions. Danke, danke. Kommen Sie bitte wieder ohne Hose, ja. Was können wir denn so im Laden kaufen? Boah, auf jeden Fall keine Innereien. Popelt. Schenk ihm den Fisch. Den Fisch. Hey, er wohnt am Meer. Meinst du, er mag Fisch? Er mag Fisch. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Hallo. Ich könnte dir auch was schenken. Wieso, der mochte das. Du musst schenk ihm den Apfel. Ich kann ihm keinen Apfel bezahlen. Ich kann ihm nicht den Apfel bezahlen. Ich kann ihm seine Klöten nicht bezahlen. Danke, du hast mir eine große Freude gemacht. Ja, er hat einen Bart. Er sieht immer aus wie so eine Nussknackerpuppe. Brauchen wir Curry, was? Ich möchte ein Brot. Haben wir da letztes Mal schon gehabt? Brot. Nee, ich möchte aber ein Brot. Ist es. Ess du es. Kannst Brot ist an dein Essen geben. Oder einfach so essen. Es kostet 100 das Stück. Willst du welches haben? Ja, ich möchte gerne ein Brot kaufen. Und ich möchte vielen Onigiri. Dank. Los, kauf die. Okay. Du kannst Onigiri Eisbälle an dein Essen geben. Oder sie einfach so essen. Sie kosten 100. Kostet willst du das? Alles 100 in diesem Laden? Kauf mir die Schokolade. Was kostet ihre Frau? 100. Das ist keine Schokolade, das ist fucking nochmal Curry. Das sieht aus wie eine Willy Wonka-Schokolade. Zutaten. Ja, mit dem goldenen Zettel drin. Ja. Die kostet 50. Nee, 50, siehst du? Das wird immer billiger. Oh, kann ich auch noch wegstecken. Perfekt. Gut. Dann gehen wir nochmal so rum und gucken mal, wem wir noch eine Freude machen können. Wir schenken dem Arzt. Natürlich das Kraut. Wäre ich jetzt auch selber drauf gekommen. Natürlich. Nee. Ich wünschte, es wird auch mal. Den Apfel haben wir doch gerade schon verschenkt. Ach, verdammt, der hat wirklich Apfel. Wir schenken den Currypulver. Nein. Wow, danke dir. Du hast mir eine große Freude gemacht. Warum hast du eigentlich noch nicht dann schenkt Ellie die Schwester des Kranken, der Krankheiten hier noch nicht geheiratet? Vielleicht höre ich nach der Hochzeit in der Klinik. Oh. Ich glaube, bei ihr habe ich so das Herz voll gepumpt, dass der Doktor überhaupt einfach keinen Platz mehr hat in ihrem kleinen Herzen. Er wartet, bis Ellie lange Haare hat, um sie zu heiraten. Eines Tages, Ellie, wirst du wunderschön es lange Haare haben. Es ist einfach so, in Animes und so und so spielen, ist es einfach so, wenn die keine langen Haare haben, sind die auch nicht weiblich. Das heißt, ja, das liegt aber auch an, das liegt ein bisschen auch am Zeichenstil. Der Hauptcharakter will immer Langhaarige. Danke für deine Hilfe. Dem hättest du Currypulver geben müssen. Nein. Ich preise dich. Ich weiß nicht, ob man das macht. Ich segne dich mit Currypulver. Currypulver, weißt du, welche Farbe Currypulver hat? Gelb. Richtig, weißt du was noch? Oft einigermaßen gelbe. Golden Shower. Nein. Du musst nur wenig trinken, dann ist sie sehr gelb. Goldene Milch. Und die hat doch keine goldene Farbe. Goldene Farbe, die Milch. Nur ja, die goldene Milch. Ja. Gebe ich doch einer geilen Nein. Milch. Was? Die goldene Milch ist nur in einer goldenen Verpackung. Ach so. Ja, check das heißt, das die Milch an. Selber ist gar nicht golden. Nein. Aber letztens, als ich die Packung aufdrehte. Und ja, das war keine Milch. Ich wusste nur nicht, wohin damit. Sag mal, was wenn ich sagen würde, dass ich hier im Gasthof bleibe? Verpiss dich! Dann brauchst du ganz schön viel Geld, würde ja. ich sagen. Ach, nichts Ernstes eigentlich. Es ist nur dieses Dorf. Es ist mir ans Herz gewachsen. Das ist alles. Weißt du noch, als wir alles mal, was Punkt pro Punkt ist, mit Scheiße ersetzt haben? Ja, das weiß ich noch.
Diese schönen Erinnerungen. Ich putze für mein Leben gerne. Man wird zwar schmutzig, aber das Bad hinterher ist herrlich. Ich bin so froh, dass wir jetzt mehr Kunden haben. Und da bin ich wieder. Einmal war ich im Bild, dann war ich wieder draußen. Dann war ich wieder im Bild. Ja, das verwirrt die Leute. Habt ihr mich vermisst? Nein. Oh. Preise mich für Currypulver. Ich habe dich schon vermisst. Ich habe Früher habe ich echt gedacht, ich weiß nicht, ob das echt so ist. Denke ich das immer? Okay, erforsche deine Gefühle und sag uns dein Thema. Nein, früher habe ich tatsächlich gedacht, dass eine Freundin von mir hat immer diese Bollywood-Filme geguckt. Okay, das ist erstmal nichts. Und die streuen doch immer Blütenblätter, wenn die tanzen und keine Ahnung. Und ich dachte früher aber immer, bei Festen, dass die mit Currypulver schmeißen. Also. Nö, aber ich denke mal, wir reden jetzt von Indien, ja? Ja. Also ich denke mal schon, dass zu vielen Anlässen, Feierlichkeiten, Reis geworfen wird. Reis wird geworfen, ja. Ne? Weil, du weißt schon wieso. Keine Ahnung. Weil Reis ist halt Nahrung, Wohlstand, all sowas. Ja. Glück. Also das Einzige, was ich gutheißen muss, was die ja machen, ist, du kriegst als Frau ein goldenes Gewand. Alles in Gold. Nur damit, wenn du verlassen wirst. Goldene Rolex. Ja, sozusagen. Dann spuck es halt auch Gold. Aber echt Gold, damit, wenn du verlassen wirst, ja, was hast, ne? Dein Leben bewältigen, überstehen kannst. Ja, gut, ich hasse dich ja auch, wenn ich dich verlasse. Dann hab ich auch was. Weißt du? Du Idiot, Mann! Nein, aber ehrlich. Boah, Wortwitze, wer kann dir am besten lust? Ich will auch irgendwie Goldgeschenk kriegen zur Hochzeit. Oh, vielen, vielen Dank. So? Ehrlich jetzt mal? Ja, aber du musst ja immer so sehen, auf der einen Seite ist es halt extrem. Auf der einen Seite hat sie deinen Mann verloren. Ist doch scheißegal, sie hat Gold. Nein, Mann. Auf der einen. Du musst mal bedenken, das ist voll Gold, ja. Aber das ist extrem die fucking Schande, wenn du dich von deinem Mann trennst. Die trennen sich auch nicht von dem Mann, aber der Mann könnte sich ja von der Frau trennen. Und dafür ist es ja gedacht, dass sie Gold hat. Okay. Weißt du? Ja, weil sie nie wieder einen Mann kriegt danach. Ja, genau, sozusagen. Das ist ja so. Das ist ja kein Geheimnis, hoffe ich. Ja. So, aber wir haben. Ich meine, scheiß doch drauf, du hast Gold, Mann. Du könntest die reichste Frau von Indien werden. Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Weil andere Leute reicher sind als du. No. Wie im echten Leben. Dann muss ich Curry schmeißen. Ach, wir sagten Reis schmeißen nicht, verdammt. Ich schmeiße kein Curry. Ich dachte früher, die schmeißen Curry, okay? Ja, bei der Hochzeit kannst du auch Scheiße werfen, aber manche Leute denken, Ich dachte echt, ich weiß nicht warum. Aber ich dachte immer, die schmeißen mit Curry. Ich weiß auch nicht, wie man mit Curry schmeißen kann. Aber als ich klein war, konnte ich das. Keine Ahnung. Da warst du ja auch noch kleiner, dann waren die Currypartikel ja auch noch größer. Da musst du doch immer aufpassen, dass du im Sandkasten geschlagen wirst. Etwas Neues probieren. Wir nehmen einen Topf. Wir versuchen jetzt mal. Fischsuppe. Wir nehmen einen Topf. Hab ich. Ja. Wir nehmen Milch. Am besten auch Soja, oder? Nein, wir nehmen mit Milch. Milch. Milch und Fisch. Wir nehmen jetzt Milch. Okay, dann können wir heiße Milch machen. Wir nehmen doch keinen Fisch, Alter. Wir wollen oder, wir nehmen jetzt. Warte. Wir packen in den Topf Gemüse. Und Soja. Gemüse und Soja. Könnte das nicht irgendwas werden? Sag mir, dass das irgendwas werden könnte. Soja, sagst du. Ja. Ja, also, was haben wir jetzt? Gemüse. Ein Topf? Und Soja. Wir brauchen jetzt Gemüse. Nimm mal Spinat, nimm ruhig die Süßkartoffel. Ich mach Spinat. Oder Tomate. Du kannst doch nicht Schokolade. Ich will immer Schokolade sagen, Curry. So vielleicht. Was, du packst die Onigiri da mit rein? Das geht doch nicht. Nimm das fertige Essen da raus. Wenn, packst vorher wenigstens aus. Soll das? Dann schmeiß noch eine Tomate da rein. Spinat, Tomate. Und ein Pilz. Wir können. Warte mal, wir können noch ein Sandwich machen. Wir haben jetzt Brot. Warte mal eben. Wie war das denn? Haben wir das nicht aufgeschrieben? Kein Sandwich. Butterbrötchen und Rosinenbrot. Warum hast du das denn nicht aufgeschrieben? Da war auch Sandwich bei, Alter. Das habe ich aber nicht gesehen. Das war hier so Brot und Tomate. Keine Ahnung. Und Butter? Wo haben wir noch Butter? Sagst, da krieg ich voll Hunger. Nee, haben wir nicht. Nee, da muss ich jetzt Butter machen. Nee, ich mach. Ich Was machst du denn? Ich krieg das jetzt hin. Butter.
trotzdem zubereiten. Das hört sich immer an, dass das falsch ist, wenn er trotzdem zubereiten das steht. Das sagst du jedes Mal. Oder? Ja. Ja, weil das auch immer so ist. Das ist jedes Mal so. Das ist jedes Mal blöd. So, Bubenmilch. Ey, Karin kommt nicht an und will meine Butter. Ich hab so lange nichts mehr gegessen. Gib mir dein Stück Butter. Oh, ich könnte ein ganzes Stück Butter essen. So, jetzt haben wir Butter. Jetzt machen wir einfach Messer. Butter. Brot, Butter. Wird das ein Sandwich sein? Tomate und Gurke, oder? Tomate, was? Gurke. Ich glaube, das war's. Ja, ein Ei. Und Ei. Und ein goldenes Ei. Was, und das wird so lecker. Na, vielleicht tun wir die Gurke weg. Warum eine Gurke wegtun? Und das wird so lecker, sag ich euch. Ich glaube, das Ei ist falsch. Das wird so lecker. Das wird. Auf ein vernünftiges falsch. Sandwich gehört ein fucking Ei. Das wird. Das weiß du auch Helvis. Nie ein Sandwich das weiß auch Helvis Moon. Ah, fuck. Ja. Ah, hier, Herren. Du wolltest doch deine Butter. Ja, genau. Okay. Wir sind fertig für diese Folge Harvest Moon. Ich bin auch fertig mit Kochen. Und wir sehen uns sicherlich beim nächsten Mal wieder, wenn du Lust hast, natürlich. Lass einen Daumen da, um dieses Projekt zu unterstützen. Und schau in den Sendeplan für weitere Sachen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.